Leo Number One, auch dir danke für die Donation, mein Lieber. Hi Caro, wird XRP unabhängig von Bitcoin und der SEC-Klage den Run machen? Nein, unabhängig von Bitcoin nicht, aber unabhängig der SEC-Klage meines Erachtens nach ja. Grüße aus der Gang. Ganz liebe Grüße zurück, mein Lieber. Bitcoin wird XRP pumpen. Das ist immer noch ein reines Pump-and-Dump-Spielchen. Mehr nicht, Leute. In diesem Bullrun wird es noch so sein. Bitcoin wird XRP zum Explodieren bringen. Aber weil das Geld von Bitcoin und einigen anderen großen Coins, die schon richtig durch die Decke gegangen sind, in solche Projekte wie XRP, wie Bitcoin Cash, wie Litecoin, wie Dash, wie Zcash, die werden einfach da reinfließen. Und damit sie dort nochmal richtig dicke Gewinne mitnehmen können. Das wird der Grund sein, warum XRP durch die Decke geht. Nicht Anwendung, nicht Fundamentals, Mumbo-Jumbos und was auch immer man sich da vorstellt. Es ist ein ganz simples Ding. Bitcoin schießt durch die Decke, erreicht neue super All-Time-Highs. Ethereum, Cardano, Solana, Axie Infinity, all diese ganzen dicken Projekte, die gerade so durch die Decke gegangen sind. Das Geld fließt dann einfach von diesen Projekten zurück in andere Coins, die noch ein Riesenpotenzial nach oben haben. Sie nehmen dann nochmal so eine Verzehnfachung mit, die Wale, und sind dann glücklich. An die XRP, auch dir danke für die Donation, mein Lieber. Angenommen, du hast 30.000 XRP Einkauf um die 0,7, alles innerhalb eines Jahres. Mit Steuern zahlen würdest du auscashen komplett oder 10.000 behalten? Ja, das ist die Frage aller Fragen. Ne? Vertrittst du die Meinung, dass XRP im Bärenmarkt unter diese 79 fallen wird oder nicht? Jetzt kommt dieser spekulative Aspekt. Ich werde mindestens 10.000 XRP in der Langzeitreserve lassen. Warum werde ich das machen? Weil ich die bei 17 Cent gekauft habe. Und ich glaube nicht, dass sie nach diesem Bärenmarkt unter 30, 40 Cent, auf jeden Fall, denke ich mir, wird XRP nicht fallen. Einige behaupten, wenn der erstmal richtig durch die Decke geht, wird er nicht unter 2 Dollar kommen. Welche Strategie verfolgst du da? Das ist jetzt die Frage halt. Ne? Darum kann ich dir darauf keine Antwort geben, weil das eine spekulative Frage ist. Worauf spekulierst du? Glaubst du, es wird noch tiefer fallen als im Bärenmarkt, als die 79 Cent? Glaubst du, der wird sich nie wieder unter die 2-Dollar-Marke begeben oder unter die 1-Dollar-Marke? Das sind dann so also spekulative Dinge. Ne? Darum, schwer zu sagen, sehr, sehr schwer zu sagen. Ich persönlich halte 10.000 XRP in der Langzeitreserve, die fasse ich nicht an. Ich habe die aber auch bei 17, 18 Cent so um den Dreh gekauft. Ne? Juckt mich nicht, das ist permanent im Plus. Egal wann ich es schließe, ich werde im Plus schließen können. Und daher, das gibt mir halt die Sicherheit. Also wie kann ich dir das jetzt sagen, wenn ich nicht weiß, wie tief das im Bärenmarkt fallen kann? Und dann bist du auf einmal im Minus und sagst, ah, dieser verdammte Crypto-Hero, der hat doch gesagt, weißt du, schwer zu sagen. Es liegt ganz bei dir, welche Theorie du verfolgst und wie du eingestellt bist, halt, wie weit der Markt fallen wird oder nicht. Grüße aus Bremen. Very knapp. Auch dir ganz liebe Grüße zurück, mein Lieber. Bisschen Bremer oder Hansestädter hier. Liked, wenn ihr mögt, was ihr hier seht.